Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NBA 2K14 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut We Play Games for You. Und das hier ist meine Karriere. Na? Bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir dann auch wirklich, nein, will ich nicht, Starter werden. So, vor allem können wir jetzt mal 3-Punkte-Würfe fertig skillen. Da freue ich mich schon drauf. Drei Punkte-Würfe skillen. Und ausgeskillt. Ja, okay, vielleicht noch nicht ganz, aber jetzt. Sobald er es gespeichert hat. Perfekt, so, haben wir. Jetzt Wurf in Bedrängnis, finde ich ganz nett. Oder Wurf aus dem Dribbling. Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, machen wir mal hier 5 Punkte rein. Das sollte schon massiv helfen. Okay, perfekt. So, und jetzt geht's ab ins nächste Match und die neuen Skills vorgeführt. Na auf hier, Kollege. Lad mal ein wenig fixer. Dauert hier alles ewig. Mal gucken, wir haben ein Heimspiel auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Nachdem wir das letzte Spiel knapp verloren haben, also sowas ärgert mich immer, wenn es um einen Punkt geht, das ist zum Kotzen. So, gegen die 76ers. Oh, Clipping-Fehler in der Shorts. 2 Minuten 13. Ja, was machst du denn da, Kollege? Steht unentschieden im Moment. Oh Mann, die versuchen es gar nicht erst. Keiner, der da irgendwie die Verantwortung übernimmt. Noch 8 Sekunden, dann muss geworfen werden. 4, 3, 2. Okay, passt. Sehr gut. Ach man, was passt denn du da, ey? Oh man, Scott, wenigstens hast du das Foul bekommen. Oh, und dann trifft er nicht mal. Okay, wir sind über Point Guard, das ist gut. Heißt, wir haben die Sache wieder in der Hand. Keinen einzigen Ball getroffen. Scheiße. So. Komm, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Assist rausgepresst. Los, Scott. Jawohl, mach's, Scott. Scheiße, jetzt ist er nicht mal gehüpft. Hat er nur blöd dagestanden. Das gibt's doch nicht. Ich habe eigentlich auf Hüpfen gedrückt, sodass wir einen Rebound machen können, aber es hat nicht geklappt. Der ist einfach nur blöd dagestanden. Jawohl. Sehr schön, hat er gut gemacht. Leider 3 Punkte zurück. Hier rüber. Oh, Scheiße, ey. Der konnte gleich hochsteigen, nachdem er den Pass bekommen hat. Das war nicht so gut.
Leute, jetzt geht mal rein, dass ich hier eine Anspielstation bekomme. Danke. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Wir haben auch nur die zweite Garde im Moment. Vielleicht sollten wir lieber gucken, dass wir Punkte machen. Okay, faul. So. Scheiße. Was ein Kack das hier ist. Gute Prozente. 77%, sehr schlecht. Komm, wir machen es jetzt einfach. Hat nicht geklappt. Jetzt machen wir es hier aus der Entfernung. Und er geht nicht rein. Scheiße. Flippe aus, ey. Ein Strick. Warum kriegen wir nicht Horford und Millsap und so weiter? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ja, bessere Würfel, ich weiß schon. Komm, Horford. Der kann ich wenigstens mal durchsetzen. Scott kann gar nichts. Oh, zweiter ist nicht reingegangen. So. Ba-ba-ba-ba-ba, Anderson, du machst hier gar nichts. Aufpassen. Scheiße. Zu früh gehört. Du machst es sofort. Danke. Komm, Millsap, das machst du. Ach, schade. Aber was soll's. Ich wollte ihn dazu zwingen, dass er wirft. Weil ich will unbedingt Assists haben. Aber es macht eigentlich auch keinen Sinn, dass wir ihn dazu nötigen, so einen Wurf zu nehmen. Oh, fuck it, ey. 28-17, 11 Punkte Unterschied. Wir haben jetzt noch überhaupt noch nichts beigetragen zum Spiel eigentlich und sind deshalb auch ausgewechselt worden. 46 Sekunden vor Schluss kommen wir wieder rein. Sind bis auf 2 Punkte rangekommen. Die wollen einfach nicht, dass wir assisten und dergleichen. Obwohl es mit Horford und Co. schon wirklich besser ging als mit Scott, der einfach nur dasteht und versucht, möglichst nicht aufzufallen. Scheiße, ey. Das machen wir schon. Nur das Blöde ist, dass es dieser Schröder ist. Den haben wir. Jawohl. Ist halt der Punkt, wenn du mit guten Spielern zusammenspielst, dann ist das Ergebnis gleich auch ganz anders. Scheiße. Und dann macht er auch noch das Foul, ey. Oh, Punkte. Sehr gut. Wupp, der hätte reingehen müssen, das wäre geil gewesen. Boah, was kriegst du so blöd, du Depp. So, sie führen mit drei Punkten jetzt in der Halbzeit. Gucken wir, dass wir wieder punkten und dergleichen. So. And as we return to Twilight... 3 Minuten 44, immer noch 3 Punkte Unterschied. Aber wir sind immerhin im Ballbesitz. Oh fuck, was da passiert?
Scheiße. Jetzt habe ich es auch noch gefoult und er kann einen Extrapunkt machen. Leck mich doch. Führung bringen, jawohl. Wir versuchen es mal. Komm, den machen wir. Oder auch nicht geblockt. Scheiße, ey. Da, noch ein Foul. Ich bin doch so ein Honk. Alles nur, weil ich es übers Knie verbrechen will. Ja. Ball im Aus, Hawks haben den Ball, sehr gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir langsam mal wirklich den Ton angeben, damit wir hier nicht irgendwie entfernt werden. Weil die müssen wir auch unsere Stats irgendwie hinbekommen. Misep. Okay, Foul. Sehr schön, das ist schon mal ein guter Anfang. And what an illustrious list we're looking at here, folks. The list of interior denial. The top rankings for career blocks. Yeah, der erste Sinne, sehr schön. Always key guys, you know that, for the league's stingiest defenses. Und auch der zweite Sinne. Beide drinnen, sehr schön. 4 Punkte jetzt insgesamt für uns. Scheiße, hat er ihn einfach gemacht. Das gibt's doch nicht. Some of the great shot blockers. Na komm, so, zack, zack, zack. Lockdown defender. Horford. Scheiße, ich flippe aus, ey. Drittes Foul jetzt schon. Well, the season numbers for this club really low. I mean, this is something that the team has been focusing on. They've got to improve. Acht Punkte Unterschied. Ich spiele heute richtig, richtig kacke. Stört mich. Danke. Wow, was macht ihr da? Okay, aber das hat noch als Assist gegolten. Das gibt's ja gar nicht. Der hat doch den Ball verloren gehabt. Verrückt. Aufpassen. Oh shit. Yeah. Millsap, das hast du gut gemacht. Hier, Cunningham, du bist so relativ alleine gewesen. Komm, es ist sehr schön. Jetzt kommen wir langsam wieder ins Spiel. Dieser Williams, ey. Scheiße, ich flippe noch aus. Der ist so gut. Und der Dreier ist drinne, jawohl. Sehr schön. Fuck it, ey. Okay. Scheiß Schiri, ey. Cooler Pass von Horford an Millsap, der das dann auch wirklich verwandelt hat. Da muss er auch Nerven haben, dann in der Zone so zu passen, wie er es gemacht hat. Sehr schön, Cunningham. Dann mach auch die Punkte. Jawohl, was ein Ding. Und wir haben die Führung wieder. Kaboom. Sehr schön. Aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Der Versuch hat tatsächlich Erfolg damit, dass er es vorgezogen hat. Kriegt aber keinen Extrapunkt. Nur die üblichen 2 Freiwürfe. Das passt. Despite tying things up, he's still shaking his head, knowing he could have given them the lead. Okay, das war so eigentlich gar nicht geplant. Der Pass zu Brand.
In der Form. Brand, du Maschine, ey, wie er das gemacht hat, Hammer. Gegen zwei noch durchgesetzt. Sehr gut. Freue mich schon auf das vierte Viertel. Das wird was. Okay, hier. Zack. Aufpassen. Leute. 8 Sekunden, die müssen bald werfen. Jawohl, Rebound. Sehr schön. Fuck. Hat er uns auch schön aufgehalten. Dadurch ist der Ball nicht reingegangen. Oh, fuck. Was war das für ein Ding? Riesenpass, den er da gespielt hat. Wahnsinn. Scheiß Schröder, ey. Danke. Los. Ah, oh, fuck, ey. Schroeder passt es zu Horford. Feeds to Jenkins. Wie wär's mal, wenn ich einen Pass bekommen würde, Leute? Raus, 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 zack. Und er hat's gemacht, sehr schön. Nee, da haben sie recht. Müssen jetzt ein bisschen aufspielen. Nächster Turner. Leute, lasst die doch nicht wieder an den Ball kommen. Okay, sehr gut. Du Arschgesicht, ey. Weil Schröder nicht mal gescheit passen kann, der Depp. Jetzt haben wir wie auch immer einen Stil bekommen. Ich weiß nicht wie, aber was soll's. Werd mich nicht beschweren. Scheiß Schröder, ey. Danke. Und er sitzt, jawohl, der nächste Dreier, perfekt. Müssen auf jeden Fall wieder unseren Schnitt erhöhen, sonst wird das nichts mit Gatorade. Aufpassen. Nixer Turner. Und er macht's einfach, weil die wie drei Affen dastehen und nichts machen, ey. Da krieg ich doch das Kotzen. Fuck it, ey. So wollte ich nicht hinpassen, Brand, du Idiot. Okay, sehr schön. Und foul, sehr schön. Oh, vorbei, scheiße, ey. Oh, der zweite ist immerhin drin, ne? So. Wir führen, das ist die Hauptsache. Im Moment. Okay. So. Here's the beast. He feeds it to Horford to the wing right side. Millsap passes it to the beast. Six to shoot. Three pointer. Ah, Mann, der wäre beinahe reingegangen, ey. Richardson's got four rebounds. Braucht noch mindestens 6 Punkte. Carter Williams, and he gets it to go. Yeah, he put himself in great position to finish that break off, guys. Yep, right to the rack. Atlanta's gone 1-2 from 3-point range here in the fourth. Schön Horford.
Assist, jawohl. Immerhin. Scheiß drauf, ob wir die Punkte machen oder assisten. Hauptsache, wir gewinnen. Spiel an sich reißen, verhindere, dass er seinen nächsten Wurf trifft. Carter Williams, der hier ist das. Okay, Foul durch Millsap. Okay, passt. Scheiße, der ist doch reingegangen, ey. Leute. Und? Leute, warum triffst du sowas nicht? He just has not been able to get into that groove, nee. Yet, guys, but as a whole, it hasn't affected them too much. Richardson. And the 76ers get it back. Und er macht das tatsächlich. Ausgleich, aufpassen, ey. Ich hasse das, dass wir so krass gedeckt werden hier im Moment. Danke. Und? Was war denn das für ein Scheiß? And it is very dangerous to leave him open like that. Lucky break for the defense that he missed it. Carter, wieder aufpassen. Wie er immer noch nicht probiert hat zu werfen. Ja toll, 3 Punkte, ey. Und der ist drinne. Ausgleich. Sehr schön. Zumindest was 3-Punkte-Würfe angeht, sind wir ganz gut dabei. Oh Mann, ey. Atlanta's gone 2 or 3 in the fourth quarter from long range. Good shooting so far. There's the feed to Cunningham. Pass to the beast. Und drinne, jawohl. Führung, ey. Sehr gut. Now is where it matters most. Big time plus 3 points from here on out. Good. Very well. 17 Punkte. Aufpassen. Jawohl! Machen wir sichere Punkte, Leute! Kaboom! Jawohl! 3 Punkte Vorsprung im Moment. Sehr schön. So lasse ich mir das gerne gefallen. Superman! Jetzt fangen sie an zu faulen, das ist ein gutes Zeichen. Okay, super. Der erste ist vorbei, scheiße. Leute, Leute. Boah, das zweite ist drin, schön. Aber immerhin 4 Punkte Unterschied. Hier mal ein bisschen. Und er hat mich getroffen, super. Das müsste auch bedeuten, dass wir das dynamische Ziel umgesetzt haben. Leute, wir haben gewonnen. Wie geil ist das denn? Ordentlich immerhin. 290, 2 von 3 Zielen haben wir erreicht. 2 Highlight-Spielzüge, wir waren zwar nicht der Beste, aber immerhin, der Sieg ist unser. Gucken, ob jetzt noch was passiert, ob wir was gesagt bekommen oder nicht. Nö, dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.